Hallo Freunde des gepflegten Spielzeugsammelns, ich bin der Sebastian von PlanetEternia.de und heute geht es weiter mit der aktuellen Masters of Universe Origins Wave. Dieses Mal die weitere Variante Serpent Claw Man at Arms. Ja, wem der nichts sagt, da habt ihr direkt hier die andere Figur vorhanden. Serpent Claw Man at Arms war eine Variante aus der 2000X Toyline mit einem Outfit und einer Farbgebung, die auch in Staffel 2 des 2000X Cartoons so zu sehen war. Das war quasi sein Schlangenkämpfer, Anti-Schlangen-Outfit. Ja, so weit, so gut. War natürlich einfach eine weitere Möglichkeit, diese Figur zu recyceln. Und es ist für mich tatsächlich eine mega Überraschung, dass wir den hier bekommen haben. Wobei nach Snake Armor Skeletor hätte mich eigentlich nichts mehr wundern sollen. Und auch er wurde ursprünglich als Snake Armor Man at Arms angekündigt, aber jetzt hat er seinen normalen Namen bekommen. Ja, hätte es vielleicht ein paar andere Man at Arms Versionen noch geben können, die man hätte machen können? Ja, mit Sicherheit. Wir haben ja den vom Lords of Power 5 Pack auch noch nicht auf Einzelkarte irgendwo mit anderer Farbgebung bekommen. Kann man immer diskutieren drüber. Aber definitiv, wenn es um Varianten geht, war der bei mir wirklich sehr weit unten in der Liste von Figuren, die ich gerne gewollt hätte. Also da hätte ich mir auch selbst andere Repaints noch überlegen können, die ich cooler gefunden hätte. Aber es ist so. Wir haben wieder einen Man-at-Arms da. Er hat eine silberne Rüstung. Ihr seht es schon, ich habe es jetzt schon erwähnt, wozu er gehört. Das Kuriose ist, er hat hier auch wieder das Schlangenmenschen-Logo drauf, obwohl er nicht zu den Snake-Men gehört. Gut, haben wir bei Snake Armor Heman und Snake Armor Skeletor auch gehabt. Also alles, was irgendwie Schlangenthematik hat, bekommt scheinbar dieses Logo. Ja, kann man drüber reden. Das Interessantere ist für mich natürlich wie immer hier die Rückseite. Wir haben hier Man-at-Arms im Kampf gegen einen für euch vielleicht unbekannten Schlangenmenschen. Den gab es natürlich nicht als Figur, wurde aber während der Moto Classics Zeit vom Axel Jimenez erfunden. Stretch Neck heißt der. Basiert ein bisschen auf einem Prototyp-Design von Redlore. Und ihr seht es hier, aber hat auch einen verlängerten Hals, der aber in dem Fall auch noch biegbar ist. Vielleicht bekommen wir den auch irgendwann noch als Figur, fände ich tatsächlich gar nicht so uncool. Hätte ich aber lieber in sowas wie dem Snake Invasion 4-Pack gehabt. Jetzt wollte ich schon Horde Invasion sagen. Ja, Horde fehlt uns ein bisschen. Sollte mal wieder was kommen. Aber jetzt packen wir erstmal aus. So, ihr merkt es, ich habe einen Schnitt gemacht, denn wenn ihr mein Snakeman Infiltrator Video gesehen habt, es dauert bei mir immer eine Weile, bis ich die Sachen auspacke und das ist nicht so spannend, denn auch hier war das Mini-Comic wieder im Blister ein bisschen eingeklebt, ist halt nicht so ideal, wenn das passiert, aber ich habe es rausgebracht, Beipackzettel ist natürlich da. Das Mini-Comic selbst habe ich schon mal was drüber erzählt, ich finde die Geschichte jetzt gar nicht so übel. Man-at-Arms muss letzten Endes Squeeze aufhalten und damit auch wieder das halbe Universum natürlich retten. Und was ich hier eigentlich auch ganz cool finde, ist, dass im Heft auch erzählt wird, woher diese ganzen Schlangenmenschen kommen, diese Snake Trooper, wo die ausgebrütet werden, ist nämlich hier diese Schlange, die brütet das aus Eiern aus. Gut, ich finde es immer noch ein bisschen eigenartig, dass diese Trooper die Horde-Rüstungen dann anhaben, wenn sie aus den Eiern schlüpfen. Bisschen komisch, aber grundlegend, immerhin wird das auch nochmal weiter erzählt. Also ich finde, das Heft ist nicht super genial, aber es ist absolut solide. Ist eigentlich so schon was, wo ich sage, gerade auch das Artwork, wie das jetzt ist, das ist schon wieder eine rundere Sache als bei anderen Heften, die wir in der Vergangenheit bekommen haben, wo ich vor allem beim Artwork teilweise regelrecht entsetzt war. Das hier ist gut gemacht. So, die Figur selber. Wir haben hier Serpent Claw Man at Arms. Zeigen wir ihn erstmal im Vergleich zum normalen Origins Man-at-Arms. Und ihr seht es, es gibt eigentlich relativ wenig Neues. Es ist alles recycelt. Wir haben aber doch gewisse Unterschiede. Zum Beispiel hier die Hand. Er hat keine offene Hand, sondern er hat eine zweite Greifhand. Passt natürlich auch zu seiner zweiten Waffe, zu der ich gleich komme. Aber er hat auch eine andere Rüstung. Das ist eben die von Man-at-Arms aus dem Lords of Power 5 Pack. Diese Rüstung ist sogar hinten abgeschlossen, gefällt mir richtig gut. Ich wünschte ehrlich gesagt, sie hätten die Riemensysteme nicht mehr umgesetzt von früher, sondern hätten immer diese Abschlüsse gemacht. Aber sei es drum, andere Rüstung ist schon immerhin ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und ihr seht natürlich auch die Farbgebung komplett anders. Und das ist eben basierend auf dieser Man-at-Arms-Figur. Allerdings muss ich sagen, bei dem Man-at-Arms hat es meiner Meinung nach besser funktioniert als bei diesem hier, denn er hatte hier auch die grünen Partien in einer Metallic-Lackierung.
Hier hat er seine grünen Partien matt und auch der Helm ist komplett unbemalt. Der ist einheitlich blau. Gut, die Haare sind wenigstens immer noch schwarz, aber hier keine Detailbemalung drauf. Auch hier kein Glanz, irgendwie ein sehr seltsamer Blauton, der ganz anders ist, als wir ihn bisher hatten. Ansonsten aber, es sieht auch ein bisschen eigenartig aus, dass hier die Unterarmrüstung und die Beinrüstung orange sind. Aber ihr seht es hier, das basiert auf der Originalfigur bzw. der 2000X-Figur. Da war es so gedacht. Er hat seine alte Keule wiederbekommen. Er hat keine neue Version dieser sehr eigenartigen Keule bekommen. Irgendwie finde ich die ganz witzig, aber auch wieder total bekloppt. Ich glaube, die wird keiner vermissen unbedingt. Aber er hat seine Serpent Claw, die namensgebende Schlangenkralle, bekommen. Das ist ein neuer Blaster gewesen. Er konnte diese Kralle hier bei der 2000X-Figur abschießen. Dieses Feature ist hier nicht vorhanden. Man kann die Kralle aber frei drehen, wie man möchte, oder man kann sie auch komplett herausnehmen. Er könnte die Kralle jetzt hier als Handwaffe so benutzen, oder er hat sie einfach drin. Auf jeden Fall guckt man hier ein bisschen, geht Kralle relativ gut, dass er den Blaster hier am Arm dran hat. Dann noch die Kralle dran und dann wird die Figur aber hoppla. Ihr seht es, es ist ein bisschen leicht abzugehen. Ja, sogar ein bisschen sehr leicht gerade. Wenn ich es mal ordentlich reindrücke, dann geht es, glaube ich. Ah, mir ist jetzt gerade der Riemen im Weg. So. So. Also, die Waffe ist nicht besonders fest am Arm. Die geht relativ leicht ab. Und vor allem, ihr seht es hier, der kippt immer nach vorne über, wenn ich den jetzt nicht ein bisschen austangiere. Da muss man tatsächlich gucken, dass er mit der Waffe auch steht. Die ist jetzt nicht so schwer, aber halt das Ganze nach vorne, das drückt ein bisschen. Jo, und das war's schon. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu dieser Figur zu erzählen. Man kann, wie gesagt, hier ein bisschen was mit der Kralle machen. Und vielleicht hat man auch Ideen zum Mix and Match von manchen Teilen von ihm mit anderen Figuren, aber den hätten wir jetzt wirklich nicht gebraucht. Und wenigstens am Helm hätten sie noch ein bisschen was bemalen können. Diese neue Rüstung oder neue alte Rüstung von der Lords of Power Version ist eine ganz nette Sache, aber seien wir ehrlich, von uns Sammlern hätte, glaube ich, keiner irgendwo gesagt, boah, ich möchte unbedingt Serpent Claw Man at Arms bei den Origins haben. Jetzt ist er halt da und da machen wir was draus. Ich muss sagen, die Figur finde ich jetzt nicht super übel, aber die hätte ich lieber in irgendeinem Set gehabt. Snake Invasion, da wäre der ganz nett gewesen, wo man gesagt hätte, oh, das überrascht einen jetzt. Aber ich werde, glaube ich, nie irgendwo ein Riesenfan von dem. Das ist halt einfach, der wird irgendwo in zweiter oder dritter Reihe bei meinen Schlangenmenschen stehen und das war's schon. Naja, aber vielleicht geht es euch anders damit. Vielleicht sagt ihr auch gerade, ja, der ist natürlich cool, aber irgendwo, der kickt euch vielleicht von den Farben her oder sowas. Teilt es gerne in den Kommentaren mit. Vielleicht habt ihr auch Erinnerungen an ihn hier. Dann schreibt das auch rein. Und dann noch Daumen oben da und Abo lassen. Das freut mich. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.